Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal das Video von Simex an. Leute, was geht? Heute ist der Moment, auf den wir monatelang hingearbeitet haben. So viel Kraft und Arbeit einfach rein investiert in den ganzen Umzug, weil Auswandern in ein anderes Land ist gar nicht so einfach. Man muss so viel Papierkram und alles regeln. Allein schon wegen dem Umzug. Wir haben über 30 Umzugskartons gehabt. Durch mal, alles ist komplett leer. So hier oben war natürlich nicht so viel. Aber zum Beispiel hier unten, meine Gaming-Ecke ist komplett weg. Hier unten auch. Harubibi, Sauron. Wow, Sweeter Doggo. Was man einmal ganz kurz sagen muss zum Verständnis: Cimex ist ein übelster Skandal-YouTuber, der hat schon unnormal viel Scheiße abgezogen, hat irgendwie in Videos schon oft rumgelogen, Schwachsinn erzählt. Zum Beispiel, früher hat er doch auch dieses Video gemacht, von wegen, ja, jemand mit Corona, der wird bald sterben und er wollte unbedingt mit mir noch ein Video aufnehmen. Hat er das so fett in den Titel geschrieben, hat dann das Video gemacht und dann schlussendlich hatte der Typ gar nicht Corona und er hat einfach nur seine Zuschauer wieder verarscht und so. Keine Ahnung, geht so ein bisschen in die Richtung Simon Desue. Wir müssen euch gleich mal die Tasche zeigen, wo Taro rein muss. Also Leute, Seht hier. ihr den größten Unterschied? Hier muss Taro rein, damit er Oh. mitfliegen kann. Er hat dein Thumbnail 1:1 mal kopiert. Ehrlich? Der hat mein Video mal 1:1 kopiert. Das hier ist halt 1:1 mit dem Glücksrad und so. Also das hat er auf jeden Fall von mir. Alter, das ist 1:1 meins. Kuss, Lecken, Popel und Fragezeichen. Das ist, hab ich 1:1 so gebastelt in Photoshop. Ja, das ist ehrenlos. Und auch mit dem Kuss hier nehmen, ja, das ist wirklich 1:1 mein Video. Wir sind jetzt auf jeden Fall im Flugzeug. Taro ist auch am Start. Warum hat er hier so ein. Warum hat er das so rasiert? Hey Leute, wie man unschwer erkennen kann, Ellie und ich sind endlich angekommen. 2 Stunden Flug. Ging eigentlich voll klar. Wo ist er denn hingeflogen? Also wo zieht er hin? 2 Stunden Flug? Italien? Türkei? Nee, Türkei nicht. Spanien wahrscheinlich oder so, ne? Eine kleine Story. Ihr müsst euch vorstellen, man braucht so einen Negativ-Corona-Test und keinen Schnelltest, sondern irgendwie so einen CPR-Test. Ellie und ich wussten das halt nicht. Und wir haben extra 2 Tests gemacht, weil der halt nicht älter als 72 Stunden sein darf. Aber wir haben diesen Schnelltest gemacht und keinen CPR-Test. Und dann hat schon die Frau bei Check-in gesagt, ja, ich hoffe. Also ich bin ganz ehrlich, der Typ wirkt jetzt halt nicht sympathisch, aber der wirkt jetzt auch nicht unsympathisch. Ich habe halt nie richtig ein Video von dem gesehen, nur so ein paar Zusammenfassungen immer. Aber wenn ich das Video so sehen würde nach 3,5 Minuten, das wäre jetzt für mich kein Grund, einen Daumen runter zu geben. Also ich bin gespannt, warum da 30.000 Dislikes sind. PR-Test und kein Schnelltest. Und ich schon so zu Ellie, ey, wenn wir wirklich deswegen nicht fliegen dürfen, war es komplett. Ich weine und alles. So. Soll ich mal wieder den Chat anmachen oder soll ich ihn auslassen bei Reactions? Was sagt ihr? Und dann einfach, so viele Leute wurden kontrolliert und so wegen den Tests und allem. Und wurden weggeschickt? Genau, und wurden weggeschickt. Locker 3, 4 Leute konnten nicht mitfliegen. Ich hatte schon so komplett Stress. Ich so, okay, wir können jetzt nicht mitfliegen, wir haben keinen CPR-Test und so. Auf einmal wurden wir aufgerufen? Ja, dann wurden wir aufgerufen, aber nicht von der Frau, die so streng war, sondern von dem Mann, der da stand. Er Und so, die ja. Leute durchgelassen Genau, die Leute haben, quasi durchgesagt. die Maschine. Genau, und dann meinte er so, ja, wo steht bei euch CPR drauf? Wir so, ja, wir haben den gestern gemacht und so. Und er hat uns auf korrekt durchgelassen. Ganz kurz, also er hat quasi das Flughafenpersonal angelogen, hat gesagt, er hat gestern einen CPR-Test gemacht, Corona, den er aber gar nicht gemacht hat. Bro, ist dein fucking Ernst? Und das jetzt auch noch in einem Video sozusagen, so als lustige Story zu verpacken. Bruder, du hast eine Straftat begangen. Einfach in einem Video während Corona-Zeiten zu sagen, ja, wir haben unseren Corona-Test gefaked, aber wir haben den verarscht am Flughafen. What the fuck, Bro? Weird Flex. Ich will jetzt nichts sagen, aber wir wohnen in Barcelona. Ich war noch nie in Barcelona. Ich war in Madrid. In Madrid war ich mal. Das Geile an Barcelona ist halt, es ist ja quasi wie Madrid, nur mit dem Strand. Auf jeden Fall sind wir jetzt in unserem Haus. Okay, es ist ein Haus. Es ist keine Wohnung. Du kannst ja ganz bisschen leaken so. Ich lieg gar Hier, mach von nichts. hier. Nein, morgen kommt die. Es ist ein Haus. Das ist der Ausblick. Da schaust du natürlich gern gegen, Digga. No front. Haustour, wie Ach sieht das? so, stimmt. Ja, habe Ja. ich voll vergessen. Deswegen, Leute, wie gesagt, morgen Haustour. Lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, um es nicht zu verpassen. Quasi genauso wie Bibi. Hey, wir wandern aus, beziehungsweise wir gehen irgendwo hin. Aber eigentlich gehen wir gerade noch gar nicht irgendwo hin. Da kommt noch ein zweites Video. So, what the fuck? Macht's doch in einem. Ah, nee, gibt nicht so viel Geld. Gehen jetzt erstmal in die Innenstadt, schauen uns alles an. Es sieht so ein bisschen aus, als wohnen die in so einer Fabrik irgendwie, finde ich. Ich werde ein bisschen für Northfront. euch filmen. Wir gehen einkaufen, erster Einkauf in Barcelona. Ihr seid live the boy. Ja, dann würde ich Let's sagen. go. Okay, Leute, wir sind jetzt unterwegs in den Streets. Gebt euch mal die Straßen hier. Die sehen so schön aus. Es ist alles hier so Das sieht schön. echt geil Das aus. einzig Nervige ist auf der Straße so Maskenpflicht. Aber das ist sowieso nur zur eigenen Sicherheit. Ja, deswegen, das juckt mich nicht. Solange man in die Läden shoppen gehen kann und so, die ganzen Sachen. Es ist einfach so cool. Es ist so cool. Und ich bin so Wir müssen jetzt hier glücklich. nach links. Leute, wir gehen gerade, wie gesagt,
Großeinkauf machen, wir nehmen euch mit. Oh, warte mal. Was denn? Nice Tachnis. Auf jeden Fall wollte ich einfach sagen, alles erreicht. Leben durchgespielt. Was auch? Ja, Leben durchgespielt. Wohnt jetzt in Barcelona. Ist halt immer Geschmackssache. Ich könnte mir nie vorstellen, irgendwie auszuwandern nach Spanien oder irgendwie so. Er hat auch einfach seine Maske wieder falsch auf, Bruder. Das macht doch keinen Sinn, Mann. Aufgefallen ist, der Verkehr hier mitten in der Innenstadt. Ist so crazy. Der ist zu crazy. Jeder fährt, wie er will. Ja, jeder fährt, wie er will. Jeder fährt so schnell, wie er will. So, aber es ist einfach so cool, Mann. Die Leute sind so cool. Der Verkehr hier ist so crazy, jeder fährt so schnell, wie er will, aber es ist so cool, Mann, es ist alles so cool. Die Leute sind hier sogar so cool, die beschweren sich nicht, wenn du filmst. Ja, die hat gesagt, richtig cool. Das ist halt aber immer so das Ding, was voll viele über Deutsche sagen. Deutsche sind halt einfach so, die wollen halt ihr Ding machen und Ende und die haben halt so ihre Wall und um da erstmal reinzukommen bei Deutschen in den Kreis so mäßig, das ist so ein bisschen so wie Franzosen, finde ich. Dauert es halt voll lang. Spanier sind halt eher offen und so Italiener. Aber ich weiß nicht, ich fühle mich total wohl in Deutschland. Also es ist alles bisher cringe und so, aber was hat er denn jetzt noch Krasses gemacht? Klar, seine Vergangenheit spielt da so ein bisschen mit rein, weil das Video ist fast über die Hälfte lang. So, es muss, hat ja einen Grund, warum es so viele Dislikes hat, weil es in den Trends war, weißt du? Okay, Leute, erste Straftat wurde schon mal begangen. Nee, erste Straftat war dein Testfaken. Einfach Wagen abgezogen, film mal. Er hat in dem Supermarkt jetzt auch noch den Wagen abgezogen. What, Bro, bist du lost? Wir haben komplett einen Großeinkauf gemacht. Wir wollten kein Taxi holen oder so. Und dann einfach Wagen abgezogen. Junge, das war nicht. Ja, weil die hatten da nur so kleine Tüten. Aber wir zeigen euch den Einkauf, wenn wir zu Hause sind. Und die haben jetzt den Wagen da abgezogen oder was? Ganz kurz an alle, die gerade schreiben, die Freundin verdient jemand Besseren und so. Und er ist so ein Hurensohn. Bitte niemanden beleidigen, egal was der macht so. Aber... jetzt auch nicht, wir wissen ja nicht, wie er privat drauf ist, wisst ihr? Also ich distanziere mich da komplett von Beleidigungen und so. Klar sage ich im Video von Bibi, dass ich das nicht cool finde, was sie da sagt oder macht oder tut. Und das bei ihm finde ich auch nicht cool mit den Straftaten und so. Aber es kann sein, dass er privat ein total netter Dude ist und dass die ganzen Storys einfach, weiß ich nicht, dass er das nur erzählt, um irgendwie cool rüberzukommen. Aber es klappt ja anscheinend nicht. Aber bitte nicht beleidigen. Wir sind heil eingekommen, Großeinkauf, 200 Euro gezahlt. In Deutschland hätten wir dafür in einem Edeka oder Rewe 400 ungefähr. Niemals, Bro. Das ist da deutlich teurer. Du warst wahrscheinlich bei so einem Billigsupermarkt in Barcelona um die Ecke irgendwo in der Großstadt. Sehr easy. Klar, deutsche Supermärkte ist halt ganz anderes Level, aber das, du zahlst doch nicht für das, was sie da geholt haben. Wasser und die andere Hälfte war voll mit Klopapier, Digga. Da zahlst du doch nicht mehr als 100 Euro für. Für 500 Euro gezahlt. Hier sind die Lebensmittel voll billig und ich bin auch gespannt. Also ich kann es halt nur von Ibiza und Mallorca beurteilen. Ist vielleicht nochmal was anderes, weil es auf einer Insel ist, so. Aber das, der Einkauf sah jetzt aus, als wäre das irgendwie so ein 100-Euro-Einkauf. Diese Straßen hier sind so schön, Mann. Ich finde sowas halt einfach nicht schön, ne? Einfach alles zu betoniert, Alter. Guck mal, hier steht Müll rum, da steht Müll rum. Ekelhaftes Licht. Ich feier das nicht, Digga. Es kommt mir so vor, als versucht er gerade, sich einzureden und den Zuschauern einzureden. Guck mal, wie geil es mir hier geht. Guck mal, wie geil, ist alles viel geiler als in Deutschland. Hat er ja auch so gesagt, so mit den Polizisten und den Leuten im Supermarkt und der Preis im Supermarkt und die Straße und so. Aber ich finde, also Spanien, ich lege meine Hand dafür und zwar nach spätestens einem Monat denken sich die Leute, die da auswandern, so, oh, war das eine richtige Entscheidung? Bin ich ganz ehrlich. Ich schätze Deutschland sehr. Oh, ihr Leute, ihr seid live dabei. Taro. Bro. Der kackt doch jetzt nicht auf den Bürgersteig, oder was? Verdammt nochmal, mach es. Der Arme. Verdammt nochmal, mach es. Er filmt seinen Hund jetzt dabei, wie er scheiße. Also klar, der Hund checkt das eh nicht, dass er dann... Och, Digga. Hund checkt's eh nicht, dass er da eine Kamera in der Hand hält. Aber wie ehrenlos bist du denn? Lass deinen Hund doch scheißen. Es ist flüssig. Es ist absolut... Flatterschiss. Er verträgt das spanische Essen nicht. Leute, das Ding ist, wir hatten kein Hundefutter dabei. Wir haben ihm nur so Nassfutter gegeben, was wir im Laden bekommen haben. Digga, der Hund tut mir wirklich leid. Wenn ich einen Hund hätte, Digga, ich würde mich vorher, ich würde mir Bücher durchlesen, ich würde mir alles, ich würde mir das beste Futter kaufen, was geht. Ich würde mich so informieren über diesen Hund, Alter. Ich würde Hunde zur Schule gehen jeden Tag und der... Der Hund tut mir leid, Digga, der hat einen besseren Haushalt verdient, Mann. Er will gar nicht aufhören. Ja, Feini, bist du ein Feini? Wenigstens machen sie es weg, Alter. Stellt euch mal vor, der hätte es einfach liegen lassen, Digga. Es hätte mich nicht gewundert. Real Talk, es hätte mich bei ihm nicht gewundert. Es war Taros erster offizieller Schiss auf der Straße in Barcelona. Er ist nicht mal mehr an der Leine gewesen, Bro. Du musst deinen Hund anleihen in der Stadt. Also, man muss da eigentlich mal einen Straftaten-Counter machen. Was haben wir denn bisher? Corona-Test gefaked, Einkaufswagen geklaut, Hund auf die Straße geschissen, Hund... nicht angeleint. Also bisher haben wir 4 Straftaten. Okay, schmeiß mal weg. Ich fass es nicht an. Nimm es in die Tasche,
Und dann nehmen wir es mit nach Hause. Was reden? Ja, hä? Wir müssen doch... Nein, das ist die erste Kacke von Taro. Die müssen wir doch sammeln. In Barcelona. Fuck. Nein, nimm doch mit jetzt. Lass doch die Scheiße da, Digga. Nein, das ist die erste Kacke von Taro. Du kaufst 100 Euro von mir, wenn du das auf einen Menschen wirfst. Da sieht man einfach, das ist ein Typ, Digga, der lebt für Content. Der wird auch, wenn seine Freundin sagt, hey, lass mal über ein ernstes Thema bitte reden, mir geht's nicht so gut, wird er direkt Kamera rausholen, Alter. Komm, wir laufen weg. Elli! Kommst du? Das hat er jetzt nicht gemacht, das hat er jetzt nicht gemacht. Hat der jetzt wirklich die Hundescheiße auf Menschen geworfen? Ich schwöre, ich hab getroffen. Ja! Digga, ich wünschte, man könnte einen Daumen runtergeben. Spätestens jetzt, Alter. Der ist halt Real Talk einfach stolz darauf, dass er hier Scheiß macht und Straftaten begeht. Das ist so wie Simon Desi mit seinem Geldpranks und dann macht er ein Gewinnspiel für eine Xbox, aber verlost die Xbox nie. Er ist einfach ekelhaft, Digga. Es ist so ekelhaft, Mann. Auf jeden Fall, morgen kommt die Haustour, wenn dieses Video 25.000 Likes bekommt. Ich will wirklich hier niemanden beleidigen. Ich will ihn nicht beleidigen. Ich will seine Freundin nicht beleidigen und erst recht nicht seinen Hund. Aber es tut mir einfach leid, wenn man sich so profilieren muss und mit seinen Straftaten angeben muss und sagen muss, ey, guck mal, Papa, was ich hier gerade leiste in Barcelona. Ich bewerfe Menschen mit Scheiße, die mein Hund auf die Straße gekackt hat. Ich fake meinen Corona-Test, um überhaupt erstmal einwandern zu können. Ich klaue einen Einkaufswagen, Digga. Bro, bist du lost? Spätestens im Schnitt müsstest du doch denken, dass das einfach Schwachsinn ist, dass das Straftaten sind. Ich weiß, ich habe selber keine weiße Weste an, was so Sachen angeht, die ich auf YouTube schon gemacht habe. Aber das waren, also ich habe noch nie irgendwie eine Straftat oder so einen Scheiß hochgeladen, wo andere Menschen jetzt richtig drunter gelitten haben. Ich habe mal Schwachsinn gemacht irgendwie. Ich habe mich mal scheiße verhalten, als ich aus dem Minecraft-Projekt rausgeflogen bin, weil ich gestorben war oder diese Club-Sache und so. Aber darunter haben nie Menschen gelitten, Digga. Aber stell dir vor, du bist Radfahrer in Barcelona und wirst von Hundescheiße abgeworfen von irgendeinem Spasti. Sorry, ich will niemanden beleidigen, aber das ist einfach ehrenlos, Mann.